Hallo liebe Fußballfans und natürlich insbesondere hallo liebe FCK-Fans und herzlich willkommen zu einem Video, das ich gefühlt vor einer Ewigkeit mal angekündigt habe und jetzt für euch endlich umsetzen kann. Und zwar meine persönlichen Top 10 Fangesänge des ersten FC Kaiserslautern. Sprich, ich zeige euch heute ein paar Lieder, die immer wieder bei uns in der Kurve gesungen werden, die mir persönlich extrem am Herzen liegen und die ich einfach leidenschaftlich und intensiv immer wieder mitgrölen kann. Zu Beginn möchte ich noch kurz ein paar Dinge klären und zwar erstens: Das Top 10 Teil 4 der deutschlandweiten Fangesänge kommt, ist in der Mache, keine Sorge, ebenso das aus Österreich. Wir sind immer der Uploader, deswegen brauchen wir das gar nicht einblenden, das machen wir in der Regel, aber überall bei den Videos jetzt Matzes Daily Madness hinschreiben, ist ja total sinnfrei. Des Weiteren brauchen wir auch kein Vereinswappen einblenden, da es ja immer der FCK ist, wie sich auch unten aus dem Titel erschließt. Und es handelt sich um meine Top 10. Das heißt, niemand muss diese Liste mit mir teilen, das ist meine persönliche Meinung. So viel noch hierzu. Und da es meine Top 10 ist und es für mich sowieso schon sehr schwer war, überhaupt eine Auswahl zu treffen, sind es keine 10, sondern gleich 13 Plätze. Also geht's jetzt gleich mal los mit dem ersten Lied der Top 13 besten FCK-Fangesänge laut Matze. Los geht's. Das war jetzt also Platz 13 und ich weiß, dass das andere Vereine auch singen, aber ich musste das in diese Liste aufnehmen. Das ist einfach so grandios, dieser Aufbau. Und wenn es dann richtig losgeht und dieser Schrei geballt ins Stadion reindonnert, das ist einfach, jedes Mal kriege ich da Gänsehaut. Total grandios und darum musste es mit drauf. Aber schauen wir uns doch jetzt mal Platz 12 an. Ja, ich weiß, dass auch dieses Lied von anderen Vereinen gesungen bzw. gemacht wird, aber es geht ja darum, was ich gerne im Stadion singe bzw. tue und es gehört definitiv dazu. Außerdem ist es ja erst Platz 12, es wird noch individueller, also keine Sorge. Aber ich finde einfach dieses Gefühl, wenn man sich mit wildfremden Menschen einhakt, um dann gemeinsam loszuspringen und zu grölen, das ist einfach geil. Und ich erinnere mich da an ein Spiel in Köln, wo wir das gemacht haben und da hat sich richtig so diese Betonplatten durchgebogen und ich habe das nur mitgekriegt, weil ich leider nicht springen konnte aufgrund einer Verletzung. Ansonsten kriegt man das ja nicht mit, aber es ist einfach so geil, wenn da alle mitmachen. Wirklich super und ich finde das auch immer toll, wenn ich das bei anderen Vereinen sehe. Wirklich geil. Ja, ich weiß, dass auch dieses Lied von anderen Vereinen gesungen wird, aber natürlich mit deren Vereinsabkürzung. Es wäre etwas sinnfrei, wenn andere Vereine FCK grölen. Aber ihr wisst, was ich meine. Und ich finde das halt immer ganz toll, dass da auch Bereiche des Stadions mit einbezogen werden, die normalerweise nicht gerade für, ich sag mal, Support bekannt sind, Sitzplätzler oder sonst irgendwas. Das finde ich wirklich ganz toll und darum fördert es auch wieder dieses kollektive Gefühl, wir sind da für unseren Verein und das ist einfach total geil. Ich
war jetzt also Platz 10. Wie ihr merkt, es wird etwas individueller. Ich habe ihn nämlich bisher nur von vielleicht ein, zwei anderen Vereinen gehört. Ich gehe natürlich davon aus, dass das auch viele andere singen, aber gut. Es ist ja nur Platz 10 und ich verspreche, ab jetzt wird's wirklich individuell. Ja, ich finde diesen Aufbau so geil, dieses langsam ruhige, wo sich dann immer weiter steigert und dann, wenn's zum Refrain geht, wenn da einfach losgepokt wird, geil. Das ist super cool und verbreitet auch immer eine tolle Stimmung, wie ich finde. Ein kurzes, bündiges, griffiges Lied, das genau das ausdrückt, was wir für unseren Verein empfinden. Es ist unsere Heimat, es ist unsere Liebe, unsere Farben sind drin, es ist Jahr der Gründung. Es drückt einfach alles aus. Das gefällt mir deswegen unglaublich gut. Das Lied auf Platz 9 ist auch Platz 8, sehr kompakt, aber es drückt halt einfach wirklich das aus, was es bedeutet, FCK-Fan zu sein, beziehungsweise auch Fan von jedem anderen Verein zu sein, wenn man seine Farben liebt. Man ist da, egal was ist, jeden Tag, jede Nacht und ob es gute oder schlechte Zeiten sind, man muss einfach für seinen Club da sein. Das drückt halt dieses Lied für mich aus. Bei diesem Lied gefällt mir zunächst einmal die Art, wie es gesungen wird, sehr gut. Also dieses, wir sind die Lautra, wir hassen Mainz. Diese Taktbetonung, das ist einfach geil. Das gefällt mir schon mal sehr gut, denn das macht ein sehr schnelles Lied draus. Und natürlich dann auch der Diss gegen Mainz ist sehr passend. Und ja, deswegen gehört es auf Platz 7 meines Erachtens nach. Wir sind von der Westkurve, ihr wisst schon, wir leben für unseren Verein. Alleine diese Zeilen haben so viel Energie in sich, dass es mit drauf musste. Und es ist einfach total geil, diese Art, wie es gesungen wird. Dieses erst nur singen und dann singen und klatschen zusammen. Gefällt mir also richtig, richtig gut. Ja gut, rot-weiß-rot, wir saufen bis zum Tod. Ja, unsere Fangruppe heißt ja die Drinking Devils. Ich glaube, dass ich dahingehend dann keine Verbundenheit zu diesem Lied näher erläutern muss. Das hoffe ich zumindest. Ja, gut, machen wir einfach weiter mit Platz 4. Auf geht's! Unzerstörbar! Unzerstörbar! Unzerstörbar!
Bei keinem echten Fußballfan bleibt bei einem derartigen Gesang ein Auge trocken. Es ist einfach unfassbar klasse. Dieses Shout and Response mag ich sowieso sehr gerne. Aber wenn das dann auch noch mit einer Inbrunst und Leidenschaft gesungen wird, einfach Gänsehaut pur, finde ich. Und es zeigt dann auch noch, dass wir in schlechten Zeiten, wenn es mal richtig schlecht läuft, trotzdem für unseren Verein da sind und zeigen, du bist nicht alleine. Darum ist es was ganz Besonderes für mich. An diesem Lied gefällt mir besonders der Anfang, also dieses Oh, wie er auch bei Ecken oder Freistößen gemacht wird. Das gibt jedem nochmal die kurze Chance, einen Schluck Bier zu nehmen, damit die Stimme geölt ist, damit er ordentlich mitbrüllen kann. Und auch der Text, dieses Du bist das Allerschönste auf der Welt, zeigt nochmal, wie die Verbundenheit der Fans zu ihrem Verein ist. Und dass wir unseren Verein nie im Stich lassen oder in diesem Fall alleine lassen, ist für uns sowieso klar. Platz 2 und somit Silber ging an diesen wirklich krassen Fangesang. Er drückt alles aus, was ich als FCK-Fan für meinen Verein empfinde. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass das Schalalala dem Ganzen einen Mithüpfaktor gibt. Und da merkt man so richtig, wenn man das im Block singt, da geht dann richtig die Stimmung hoch und dann kann man auch gut Party machen. Also darum von mir Platz 2. Bevor wir jetzt zu Platz 1 kommen, gibt es eine kleine Bonusrunde, wie bei den regulären Top 10 Videos auch. Und zwar sind es diesmal 3 Videos, die ich euch zeigen möchte, von 3 Fangesängen, die definitiv von ganz vielen Vereinen in ganz Deutschland gesungen werden. Aber es geht ja darum, Lieder, die ich gerne singe. Und zwar fangen wir mal an mit diesem hier. Wirklich geiles Lied, denn man demütigt damit den Gegner nochmal, wenn er schon auf dem Platz weggefegt wurde. Das ist einfach grandios. Und weil es von den Toten Hosen ist, ist es mir persönlich noch eine ganz besondere Kirsche, da ich sehr, sehr großer Toten Hosen-Fan bin. Ja, dieses Lied singt man ja, wenn man eine längere Durststrecke hinter sich hat ohne Sieg, was der FCK leider in letzter Zeit viel zu oft hatte. Aber nichtsdestotrotz bleiben wir bei unserem Verein und dann ist eine Feier nach einem Sieg noch viel schöner. Und ja, hier kommt auch schon das Letzte. Muss ich dazu eigentlich irgendetwas sagen? Ich glaube nicht, oder? Kommen wir aber jetzt zu Platz 1 und meinem persönlichen Lieblingslied des ersten FC Kaiserslautern.
dieses Lied einfach, die Art, wie es gesungen wird, der Text, der sowieso alles beinhaltet, unsere Farben, unsere Loyalität, dass wir immer zu unserem Verein stehen, dass wir Erfolge hatten, betone ich auf hatten, aber dennoch vorhanden sind, dass wir egal wann immer da sind, der Mithüpffaktor, wir bei Platz 2, es ist einfach absolut Pflicht, bei diesem Lied mitzumachen und ich finde es so geil, wenn das im Block losgeht und alle mitschreien. Aber wenn ihr Fußballfans seid, egal ob jetzt vom FCK oder irgendeinem anderen Verein, dann brauche ich euch nicht sagen, was es bedeutet, wenn man zusammen mit seinen Leuten in der Kurve steht und alles für seine Mannschaft gibt. Es ist einfach so grandios, eine derartige Leidenschaft zu haben und zu wissen, dass man die mit ganz vielen anderen teilt und mit ihnen, egal was ist, ob in guten oder schlechten Zeiten, zusammensteht und alles gibt für das, was man liebt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Es war ein kurzer, vielleicht auch interessanter Einblick in die Fankultur des 1. FC Kaiserslautern und eben nur meine persönlichen Top 10 bzw. 13. Ja, macht's gut, haut rein und wir sehen uns im Blog. Kein Zufall, Ecke!